Ja, einleitend für die nähere Betrachtung der Volkswirtschaftslehre vielleicht auch noch mal eine gewisse Abgrenzung oder ein Vergleich mit Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre. Womit beschäftigt sich Wirtschaftswissenschaft? Ja, wenn wir unser Grundmodell noch mal uns vergegenwärtigen, sind wir davon ausgegangen, dass wir in der Natur Ressourcen vorfinden, die wir erst einmal in Güter umwandeln. Und diesen Prozess haben wir Produktion genannt. Und die Güter dann dazu nutzen, Bedürfnisse zu befriedigen. Diesen Prozess könnten wir Konsum nennen. Manchmal auch Verteilung der Güter. Ja, und dieses Grundmodell möchte ich dafür nutzen, um mal Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre so ein bisschen einordnend miteinander zu vergleichen. Schauen wir uns erstmal die Betriebswirtschaftslehre an. Hier ist der Untersuchungsgegenstand das Unternehmen. Unternehmen sind die Stellen, in denen produziert wird. Während die Umwandlung von Gütern in Bedürfnissen in den Haushalten stattfindet. Ja, wir sehen also daran, dass es um Produktionsfragestellungen geht in der Betriebswirtschaftslehre. Und die könnten wir jetzt hier im Einzelnen aufzählen: Gewinnmaximierung, Kostenminimierung als Teilproblem der Gewinnmaximierung, Umsatzmaximierung, manchmal auch in den Vordergrund gestellt. Imagegestaltung, da geht es dann darum, was verstehen die Konsumenten unter unseren Gütern. Optimales Produktionsprogramm, wie kann ich am besten produzieren, das kann man in dieser Abbildung hier vielleicht am direktesten entnehmen. Liquidität, wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht pleite gehe. Und alle solche Fragestellungen, die Sie in den verschiedenen Funktionsbereichen der BWL untersucht haben. Die BWL bezieht sich also vor allem auf dieses Teilgebiet der Produktion und nimmt die Sichtweise eines Unternehmens ein, wenn dabei auch teilweise die Sichtweise der Konsumenten antizipiert werden muss, um die optimale Situation des Unternehmens zu bestimmen. Ja, womit befasst sich Volkswirtschaftslehre? Volkswirtschaftslehre würde sich jetzt mit dem Ganzen hier befassen. Wir untersuchen, wie verhalten sich Unternehmen, aber wir untersuchen auch, wie verhalten sich Haushalte. Wir würden sogar die Rahmenbedingungen untersuchen, die der Staat vielleicht. Versuchen wir uns das auch nochmal irgendwie zu visualisieren, für dieses gesamte Handeln der einzelnen Akteure schafft. Ja, und damit haben wir also Haushalt, Unternehmen, Märkte, Gesamtwirtschaft mal so dargestellt. Grundsätzliche Frage ist immer, Knappheitsprobleme zu lösen. Und wir erklären dazu gesamtwirtschaftliche Zustände. Also vielleicht, wie wächst unsere Volkswirtschaft, wie groß ist das Bruttoinlandsprodukt, wie groß ist die Arbeitslosigkeit. Wir leiten daraus auch wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen ab. Das heißt, wie soll der Staat eingreifen, welche Voraussetzungen soll er schaffen, um hier das Knappheitsproblem besser zu lösen. Ja, was wollte ich hiermit veranschaulichen? Letztendlich gibt es eine Teilmenge zwischen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre in der Betrachtung und sie bedingen sich auch untereinander. Es ist historisch bedingt, zumindest im deutschsprachigen Sprachgebrauch, eine gewisse Unterscheidung, auch in der Lehre zwischen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Der wird an dieser Darstellung hoffentlich auch deutlich, dass also Volkswirtschaftslehre ein bisschen eine Perspektive einnimmt, die etwas größeren Abstand nimmt zu den Sachverhalten, während die Betriebswirtschaftslehre eine Perspektive direkt aus Unternehmenssicht bevorzugt.